Na, was geht? Ja, die Welt lädt ein wenig, aber ja, wir starten heute mit harter Verspätung. Aber ja, ich war bei der Krankengymnastik, habe mich quälen lassen und habe eben fix noch was gegessen und jetzt können wir starten. Schodalle, was machen wir jetzt? Erstmal unten bei den Bienen gucken. Okay, wir brauchen noch eine. That's alright. Oh, da haben wir ein bisschen was. Das ist awesome. Oh, 13.000, sauber. Das ist so ein bisschen was, ne? Aha, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Ja, so. So. Gucken wir mal eben bei René. Na? Na? Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nee, alles gut. Wieso sollte Okay. ich böse sein? Ach, boah. Du bist vielleicht Content geworden. Ich bin Content geworden wegen Internet. Ja. Das hat so gut gepasst. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir mal angucken. Aber ja, ich habe gestern so hart Internetprobleme gehabt. Heute geht zum Glück. Ja, sauber. Muss ja auch mal einen Tag vernünftig gehen, ne? Ja, sonst wäre ja langweilig. Aber lass mich raten, du bist bei Vodafone. Ja, bin ich tatsächlich. Da bin ich Und auch noch mittlerweile weg. LTE. Und auch noch Oh LTE. Gott, Das ist, okay. ja, ich komme vom richtig tiefen Land, also halt da habe ich fast nur Bauern als Nachbarn. Und das Ding ist, wir haben hier noch Kupfer. So, und mit Kupfer hätte ich gerade mal ein Mbit im Upload und 5 im Download. So, Oh, mehr oh geht nicht. Gott. So, Ja, und nee. jetzt mit den LTE, ich habe extra so einen Satelliten draußen, also so eine Outdoor-Antenne quasi. Und die ist auch extra Richtung Masten gerichtet im Dorf und so. Wenn das gut läuft, habe ich halt sogar 100 Mbits im Download und so 25 im Upload, wenn es gut Okay. läuft. Aber das ist sehr selten der Fall. Das ist meistens so zu ganz guten Tagen, wo das Wetter gut ist, um 3 Uhr nachts, dann, Ja. das heißt, wenn es gut läuft. So, ne? Ja, kann ich mir Und vorstellen, oh Gott. für Normalzeiten, sage ich jetzt mal, liege ich denn so zwischen, ja, 30 bis 40 Mbits im Download und 15 bis 10 im Upload. So, ne? Das ist so das Normale. Aber Das. das bringt mir auch nichts, wenn ich gar kein Netz habe oder teils derbste Einbrüche habe, weil vom Sender nichts kommt. So, dann kann ich hier den besten Empfänger stehen haben und wenn der Sender nichts rausgibt, dann Ja. ist es doof, ne? Oh Gott. Okay, das ist ja noch schlimmer als bei mir. Ja, Ob. deswegen, also das schwierig. Ja, ich habe mittlerweile Glasfaser, das ist ein Unterschied von Welten.
Ja, glaube ich wohl. Ich war mal beim Kollegen in Hannover. Das ist ja auch relativ große Stadt, sage ich jetzt mal. Und Ja. mit meinem Rechner hatten wir LAN-Party gemacht und hatten eine Gigabit-Leitung, ne? Alter, war das ein Luxus, da mal einmal zu streamen und Spiele und so zu updaten und zu downloaden. Ey, man kam sich vor, ey, was ist man wie in der Parallelwelt, wenn man nur so schlechtes Internet gewohnt ist, ne? Ja, kann ich verstehen. Das ist Aber richtig ja. heftig. Oh, krass. Naja, ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich werde mal jetzt versuchen, irgendwie was zu bauen und Ja, bin ich auch noch gerade bei. Ich bin gerade dabei, die Produktion für HDB-Cheats herzustellen und mir die Mechanismenrüstung zu machen, weil der Reaktor steht, die Turbine auch, die Fissile-Fuel-Produktion steht auch von zwei Seiten aus. Einmal die Waste-Produktion, also aus Waste dann wieder Fissile-Fuel machen und einmal die Standard-Fissile-Fuel-Produktion. Ja, cool. Ja. Ob Aber reicht es. leider für den dicken Reaktor immer noch nicht aus. Also ich werde wahrscheinlich dann noch eine normale bauen und noch eine Waste. Also den einen Raum werde ich alles voller Waste-Produktion machen, weil ich produziere ja so viel Waste, dass ich da eigentlich, keine Ahnung, 5 bis 6 Produktionen dran laufen lassen kann. Und von den Standard baue ich dann halt gleich 2, weil die nehmen halt übelst viel Platz weg, ne? So, dann Ja. musst du halt dann den Schritt machen, um das herzustellen, um dann wieder das herzustellen, um dies herzustellen. Dann brauchst du Sulfur und Achlorid und ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Dann brauchst du wieder Gartenclodges da unten, damit du da eine dauerhafte Produktion nur für das hast, quasi anziehst, ne? Ja. Deswegen alles sehr platzfressend. Auf jeden Fall, also sobald man mit Fizzle Fuel anfängt, ist das echt Katastrophe. Ja, aber naja, es lohnt sich ja, also gerade wenn ich die Rüstung machen möchte und Alter, das Ding macht Strom, ey, also dann. Ja, ich muss mir nochmal eine große Energiezelle machen, weil sonst mit 2 Reaktoren, die ich jetzt habe, ist das, ich habe so eine Überproduktion. Also der Reaktor kann die ganze Zeit ausbleiben, weil einmal Turbine vollgeladen mit 33 GFE, ne, und dann Das brauchst du kannst du erstmal ja. nicht mehr anmachen. Ich wollte gerade sagen, das kannst du ja auch nirgendwo verbraten. Außer du fängst Ja. irgendwann an mit You Matter oder sowas. Ja, das will ich ja auch noch, aber dafür brauche ich ja dann auch nochmal den Nappend. Fusion-Reaktor, ne? Ja, genau. Naja, ich werde jetzt Bienen bauen und vielleicht mal anfangen mit dekorieren oder sowas. Also da. Mal gucken. Ah, nice. Viel Erfolg. Ich gucke später nochmal vorbei. Ich hatte mich gesehen, du hast die Krone gemacht. Das will ich mir später aber nochmal angucken. Nur. Jo, gerne. Alles klar. Dann Schön, schönen dass du Abend vorbeigeschaut hast. noch. Jo. Dito. Ciao. So. Okay. Ja, genau, hat er ja auch gerade gesagt. Hast nirgendwo irgendwo wirklich die Umsetzung, schmeißt du einmal an, alles voll und dann kannst du wieder alles lassen. Also das ist ja mit dem echt. Ups, falsch geklickt. Mit dem echt krass. Base. So, was brauchten wir denn noch? Ah, okay. Was natürlich auch ein bisschen sinnbefreit ist, ne? Aber kann man natürlich gerne machen. So. Ja, also ganz entspannt. Aber irgendwie doch ein kleines bisschen schade drum, muss ich ja sagen, ne? Dass man hat da so eine große Energiequelle und nutzt sie ja irgendwie dann doch nicht. Es wäre irgendwie schön, wenn man das auch anders machen könnte.
Nein. Ja, okay. Da hast du natürlich recht. Und die nehmen noch nicht mal mehr die Hälfte, also vielleicht ein Viertel des Platzes ein. Und sehen meines Erachtens nach noch ein bisschen besser aus. So, ich will noch mal eben gucken, wie ich Silicon Bees herstellen kann. Nomad und Reed. Habe ich einen Nomad? Nee. Reed? Ja, die habe ich. Ja, auf jeden Fall. So, Ashy. Dirt. Okay. Ja, deswegen ganz entspannt, ne? Und den Fischen brauchst du ja wirklich nur für das Waste, also. Ja, grüßen waren ist auch immer nett. Sonst würde da der Totenschädel nicht hängen. Oder? So, ich will jetzt mal was ausstellen. Ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt mal einen Bilder gebaut und mit dem würde ich mal gerne testen. Das ist ein kleines bisschen übertrieben, würde ich sagen. Thank you.
Ach, Kacke. So. Das ist doch Wahnsinn. Also das ist wirklich krass. Ja, das wäre definitiv ein kleines bisschen übertrieben. Ja, das wäre ein bisschen echt hardcore. Ich muss doch ein höher abbauen als gedacht. Kack. Ja, die waren wirklich übertrieben. Okay, wir müssen hier.
Ja. Also, als Stromkabel fand ich die auch geil. Die sahen aber auch absolut genial aus, muss man dazu sagen, ne? Oh, sorry. Oh. Was bist du? Ashing Mining. Geist. Noch mehr Viecher. So. Ja, war das, du brauchtest wirklich dieses Kyro-Zeug, damit du das als Flüssigkeit herstellst und nach hast du dann, konntest du dann die Sachen herstellen, ne? Und musstest dann die Kabel auch noch damit beladen, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Alter, das ist auch schon Next Level. Ashy Mining BD. So, ich brauche einen Nomade B. Ich habe mir gestern übrigens noch ein Video zu den Türmen angeguckt. Ja, das ist echt schlimm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Aber ich glaube, den hier entfernen wir erstmal, weil den Unterkiefer habe ich jetzt hier gesaved. Das ist ganz nice. Da so ein, zwei Ideen für den Turm oder für die Türme, aber die werden dann noch größer, weil rund fand ich nicht ganz so cool. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist nochmal uff. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das plane. Funktioniert das? Ah! Der Bilder läuft wieder. Nice. Wow. Nee, aber das ist ja auch mal mega die Idee. Pirate Towers.
Aber das wäre schon... Ist zwar nicht das, was ich so gedacht habe, ne? Aber... das sieht schon relativ nice aus. Wäre an sich auch eine geile Idee. Toll. Jetzt hast du meinen Plan durcheinander gebracht. Aber das wäre halt... Vielleicht kann man das so... Ja, aber ich bin echt sehr schlecht in dem Ganzen. Ich wüsste auch gerade aus dem Kopf nicht, wie ich das geschickt machen könnte. Oh, fast 100 Tage gespielt. Jetzt wird's ganz verwirrend. Ja, das war auch eine Idee, die ich hatte. Das hakt jetzt zwar alles ein bisschen, aber mein Gott. C-Schnellreise. Wo war denn jetzt hier ein Tower? Kann ich das Hub ausblenden? Ja, ich denke mal, weil ich hier gerade am Fliegen bin. Guck mal, das hier könnten wir aus den Lightblocks oder mit hellblauen. Und dann bauen wir eine Kugel und die lassen wir... Okay.
Okay, was sagst du? Wenn wir das hier ist unsere Mittelröhre und das hier ist unsere Deko? Ey, das sind die Geister, die ich rief und jetzt mich verfolgen, würde ich sagen. So, ich würde sagen, nutzen wir das hier mal als Baugebiet oder gehen wir... Wie machen wir das am schlausten? Ja. Ah, nee, ich brauch den Mittelteil. Dieser Teil hier, also das hier muss 17 Blöcke sein. Und dann würde ich den Rest rum dekorieren. Und dann macht man das einfach. Guck mal, den Teil hier unten. Und das hier würde ich über. Vielleicht über Create eine kleine Sphäre machen, die ich drehen lassen kann. Ja, genau. Aber das ist sowas von die geile Idee. Ich hatte vorher sowas gedacht wie. Wie heißt es denn noch? WoW Burning Crusade Gate oder The Dark Portal. Aber da war ich mir auch noch nicht sicher, wie genau ich das mache. Oder Dark Tower? Irgendwas hatte ich hier gesehen. Ach nee, das ist hier nicht. Ich weiß gerade nicht, woher ich das hab. Aber das sah auch nice aus. Aber das hier. Und jetzt ist die Frage. Dieser Mittelteil hier wird unsere Farming Area sein. Jetzt ist die Frage, wie groß das sein muss. Na. Aber das hier könnte ein einzelner Block sein, der hoch und runter geht. Und das dann alles... Schön dunkel. Das hier weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht nimmt man hier von Refined Storage irgendwie diesen Standard-Crafter und nutzt den einfach als Deko-Block. Oh fuck, der muss angeschlossen sein. Aber da könnte man auch einfach nur ein
den Refined Storage Block irgendwie an Strom anschließen und die Kabel nutzen, um dann die Beleuchtung zu machen. Die weiße Röhre? Du meinst das hier? Ich hätte jetzt diesen Mittelteil hier so groß gemacht wie die Röhre. Und dann außenrum einfach nur dekorieren auch diese schwarzen Teile, oder wie? Lost Soul in an... Nice. Ja. Das ist eine super Idee. Also gehen wir in die Mining Dimension. Und ich würde sagen... Wieso ist hier ein einzelner Tower? Okay. So. Ja, deswegen habe ich gerade den Untergrund gesetzt, weil das schon wieder so komisch geworden ist. Dankeschön, der rote Turm. Wir sind gerade dabei, einen Turm zu bauen. Genau. Nee, Point. Zwar haben wir uns gerade von Palworld den Turm angeguckt und das sah eigentlich recht nice aus. So.
Extra. Nee, Cable Mods. So. Cable. Nomad. Cage. Ist die schon wieder da? Ah, Gott sei Dank. Y66. Machen wir 3 runter. So. Geht ja in Ordnung. Ja, die habe ich im Kopf. 17x17 groß muss der Dingens werden. Oh, der wird nicht mitgenommen. Cool. Also ich habe den wie heißt das gleich noch? So. Stick und Cobblestone.
So. Wo war ich? Oh, ich habe mein eigenes. So. Ja, genau. Nee, 17 mal 17 ist die Turmgröße. Hatte ich schon ausgemessen. Das können wir uns gleich mal angucken. So, hier in die Mitte passt genau das Feld rein und ich kann hier noch außen rumlaufen. So war ja die Idee. Und ich habe das jetzt 33 hoch gemacht. Nicht rum. Guck mal, dann kann ich diesen Außenbereich da hochziehen. Meinst du, dass ich direkt auf 66 gehe? Aber das finde ich ein bisschen sehr hoch, oder?
Ja, da hast du recht. Aber ich weiß nicht, ob das einfach zu übertrieben ist. Aber guck mal, breit ist er ja, nur nach oben hin wird er schmal. Guck mal, das hier ist jetzt der untere Bereich. Das sieht ja sogar größer aus als das hier. Ich glaube, wir müssen noch mal in Palworld rein und mal tagsüber Screenshots machen. Guck mal. Ich finde, ich sehe gerade ausreichend, oder? Guck mal, dann machen wir das hier oben. Genau, die innere Röhre bis zur Kugel. Deswegen hätte ich eher gesagt auf 30, weil wir haben ja ungefähr die dreifache Höhe als Tower selbst. Ich glaube, der wäre ein bisschen hart zu groß für die Welt an sich. Also, ich würde jetzt sagen, wir setzen den Turm in Höhe 30 in die Mitte. Einfach nur erstmal so. Und fangen an, unten die Plattform zu bauen. Und dann diese Tower hier. Und machen hier so nochmal einen größeren Kreis drum, der eine Dreier
Höhe hat. Der dann hier so drum geht und hier unten drum. Und dann könnten wir hier schon mal gucken, wie hoch das wirklich ist. Und auch mit dem hier. Und dann können wir den restlichen hier definieren. Ja, am Anfang, aber wir können ja noch oben draufsetzen, wenn der Bereich hier zum Beispiel... Ja. Aber da gucke ich jetzt einfach mal, würde ich sagen. Also ich würde jetzt einen 30er Turm in die Mitte setzen und dann gucken, wie die Teile hier aussehen, wie das Verhältnis dazu ist, ob es wirklich gut aussieht oder blöd. Okay. Können wir eben fix machen. Das ist ja kein Problem. Stream Delay ist ein bisschen blöd. Aber das ist ja zum Glück schnell geladen und Minecraft läuft einfach im Hintergrund weiter. Ah. Ja. Du meinst diesen Ring hier, ne? Ja, guck mal, wie schmal der ist. Man könnte es natürlich auch machen, dass wir hier oben halt nur eine 30er Höhe haben, aber wir können ja noch... Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, dass wir, weil das hier wäre ja ein Block, dann wäre das hier ungefähr 4er Höhe. Das ist auch ein bisschen little, ne? Aber was ich sagen würde, wäre, wir bauen erstmal nur den Grund hier. Und das Gute ist ja, wir können ja auch noch in Minecraft, wenn wir sagen, okay, hey, bei 37 endet das hier oben, dann gehen wir einfach noch nach unten für die Bauflächen vom, für die Farm. Wir müssen ja nicht nur nach oben gehen, wir haben ja auch noch 66er Höhe, wir können... knapp 110 Blöcke noch nach unten gehen. Also das wäre ja auch ordentlich was. Auf zwei Seiten sogar noch. Also haben wir da noch ungefähr unter uns circa 200 Blöcke unter uns. Ja. Ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Also das ist für mich komplettes Neuland. Okay. Bauen wir das direkt in Schwarz? In Weiß, damit ich einfach besser sehe, oder? Bitte was?
Da hast du recht. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Macht natürlich voll Sinn. Und dann mache ich einfach nach und nach die Bereiche, wie ich sie haben möchte. Ja, bis jetzt. So. Ups. Wir hier eben noch einen Boden einsetzen, damit ich hier auch rumlaufen kann, ohne irgendwie ins Void gesackt zu werden. So. So. Das hier, okay, guck mal. Wenn das hier jetzt, dann würde ich das hier 5er Ring drum setzen. 5er Ring. 2, 3. Nee, so. 7er Ring. 6er Ring und 5er Ring. So. Ja. Ich war gerade am Überlegen. Ich wollte jetzt hier erstmal die Treppe einbauen, wie man da hochkommt. Aber ich glaube, ich würde das hier jetzt nochmal erweitern. Und zwar so. Black. Guck mal, dass du dann so, hier fängt der Fußboden an. Ja? Also die Tür hätte ich mir wirklich gespart, weil die... Drei. K.
kann ich das als Sechseck nehmen?